Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns einmal gemeinsam an, was ihr tun könnt, wenn euer RPCS 3 crasht bzw. abstürzt. Das ist das Thema für das heutige Video, also bleibt unbedingt dran. Bevor wir allerdings ins Video reingehen, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich unfassbar freuen, wenn ihr ein Like, Abo und Kommentar da lassen könntet. Ja, ganz einfach, euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude. Und deswegen, warum nicht, oder? Würde mich sehr freuen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Starten wir direkt ins Video rein. Und zwar zu Beginn natürlich erwähnt, dass ihr alle Programme und Prozesse, die ihr nicht braucht, einmal beendet. Wie machen wir das am schlauesten? Wir gehen einmal in die Windows-Suche, geben jetzt hier Task Manager ein. Und hier im Task Manager angekommen, können wir dann einmal auf More Details bzw. mehr Details klicken. Und dann hier bekommen wir eine Liste mit allen möglichen Prozessen und Programmen, die wir auf unserem PC installiert haben. Und hier können wir dann einmal auch nach den einzelnen Komponenten sortieren. Das heißt, schauen, was jetzt sehr viel Auslastung hat und dann einmal nach dem sortieren. In meinem Fall wäre das jetzt hier der Arbeitsspeicher. Und hier dann die einzelnen Prozesse hernehmen und schauen, brauche ich die derzeit, wenn nicht, dann unbedingt einmal deaktivieren bzw. beenden. Hier auf End Task drücken, damit wir einfach mehr Kapazität für RPCS 3 haben und somit eben einen Crash verhindern können. Das gleiche könnt ihr auch noch natürlich bei allen anderen Komponenten machen und einmal schauen, was ihr so nicht braucht. Genau, dann können wir den Task Manager auch schon wieder schließen und wir gehen wieder in die Windows-Suche, geben jetzt hier Gerätemanager ein und gehen dann auf diese App hier und hier bekommen wir dann eine Liste mit allen möglichen Geräten, die wir auf unserem PC installiert haben. Und hier gehen wir dann einmal zu Beginn bei Disk Drives rein, gehen auf unser Disk Drive, gehen auf Update Driver rechtsklick und dann hier auf Search Automatically for Drivers und gegebenenfalls natürlich einen neuen Treiber installieren. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, könnt ihr das auch noch bei der zweiten oder also bei allen anderen Disk Drives machen, bei Display Adapters und bei Prozessors, weil das einfach die wichtigsten meiner Meinung nach sind. Und dann zu guter Letzt könnt ihr auch noch probieren, euren Onboard-Audio-Treiber zu deaktivieren. Wie machen wir das? Wir gehen rein bei Sound, Video und Game Controllers und dann rechtsklick auf Realtek R-Audio und dann hier einmal auf Disable Device und dann auf Yes. Ja, und um das Ganze zu übernehmen, müsst ihr dann noch euren PC neu starten. Das war's dann aber auch schon. Wir können das Ganze wieder schließen und wir sind fertig. Das Ganze sollte jetzt wieder ganz normal funktionieren. Wenn nicht, dann bitte unbedingt einen Kommentar da lassen und dann werde ich euch so schnell wie es geht antworten, finden sich eine Lösung. Wenn schon, dann gerne Like, Abo und Kommentar da lassen. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn, ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute, pfiat euch und baba.